zurück auf meinem Kanal, meine Freunde der übertriebenen Autopflege. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch das erste Mal eingeschaltet habt. Diesmal in meinem Video zu Besuch ein Audi RS6. Das Auto ist von Dezember 2021, also so gut wie neu, hat erst 3.500 Kilometer auf der Uhr. Das Auto bekommt einmal alles und der Besitzer hat gemeint, er müsste wirklich den weiten Weg von 800 Kilometern zu mir reisen, denn der Besitzer und das Auto sind aus Cuxhaven. So, das Auto ist wie gesagt so gut wie neu. Dementsprechend hatte ich eigentlich eine One-Step geplant. Inwieweit wir damit hinkommen, das werden wir dann sehen. Wir gehen gleich mal eine Runde ums Auto rum, dann werdet ihr auch sehen, wovon ich spreche. Denn es sind wirklich schon einige Sachen drin im Lack. Ob die ab Werk so drin sind oder vom Waschen kommen oder ob Audi den einfach mal durch die Waschanlage geschoben hat. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ist es jetzt so. Und da die neuen Audi-Lacke bekanntlich sehr hart sind, muss ich mal gucken, inwiefern wir da mit einer One-Step überhaupt hinkommen. Aber das werden wir gleich sehen. Das Auto ist bereits gewaschen und geknetet. Wer mir das nicht glaubt, der kann sich das jetzt gerne mal anschauen. Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. In the crowd, and now I can't imagine me with anybody else as we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. You don't know where I've been, what's going on inside, where the monster.
cause you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Ooh, ooh. And a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. Your move, you too. Could you love me at my worst? Kill the coffins in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Ooh, ooh. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. You're just taking time. A haunted, haunted, I'm a haunted house. You're so wise, steal the coffins in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion. So, wie ihr gesehen habt, das Auto ist jetzt gewaschen und geknetet. Wir gehen jetzt mal gemeinsam eine Runde ums Auto rum, damit ihr sehen könnt, wovon ich gesprochen habe. Ein, zwei kleinere Kratzer sind schon drin. Da werden wir dann auf jeden Fall partiell cutten müssen. Hinten auf der Heckklappe ist eine kleine Stelle, da wurde wohl schon mal Lackeinschluss oder sowas weggeschliffen und nicht gescheit auspoliert. Aber das schauen wir uns jetzt zusammen an. So, hier sieht man das Ganze sogar noch am besten im Licht, hier oben. Da sind zwei kleine Pünktchen, die wohl jemand versucht hat rauszuschleifen oder rauszukratzen. Das ist natürlich nicht so geil. Das hier ist jetzt der Tankdeckel, da seht ihr auch schon, da sind feinere Kratzer drin. Die Seite am besten einfach mal im Licht anschauen. Das sind natürlich Waschspuren von ja, sehr wahrscheinlich einer Waschanlage. Der Besitzer selber war nicht in der Waschanlage, das weiß ich. Und wir haben natürlich hier auch überall hochglanzschwarze Leisten am Schwellerbereich, Fensterleisten und natürlich auch hier hinten überall. Da gilt es was zu tun. Hinten auf der Stoßstange, hier haben wir bereits einen Kratzer drin. An der Heckklappe ist auch schon ein Kratzer drin hier. Die werden wir definitiv rauscutten müssen. Ja, und ansonsten, so schlimm schaut es jetzt nicht aus, das Auto, aber es wird schon noch ein bisschen was zu tun sein. Hier habe ich gesehen, ist schon ein Steinschlag, den werden wir natürlich ein bisschen austupfen. Denn der Besitzer hat uns einen Lackstift mitgebracht. Außenspiegel auch, Schwarz-Uni, Hochglanz. Auch hier der Zustand, ganz normal. Ja, und zur Front muss ich wohl nicht allzu viel sagen. Das hier ist auch alles Schwarz-Hochglanz-Uni. Da wird es einiges zu tun geben. So, ihr seht, es ist doch für ein Auto mit 3.500 Kilometern einiges zu tun. Ich werde mich jetzt mal dran machen, das Auto abzukleben und dann eine Polierkombination zu finden. Ich hoffe, wir kommen mit einer One-Step hin, denn das war eigentlich nur geplant. Und das Auto ist zwar sehr groß, aber wie ihr seht, es hat sehr viele Ecken und Kanten und Winkel und Wölbungen, dass ich sehr wahrscheinlich den größten Teil mit der 75er oder mit noch kleineren Poliermaschinen arbeiten muss. Aber mein Gott, so ist es nun mal. Die neuen Autos sind halt einfach so, alles designtechnisch so gemacht und deswegen legen wir jetzt einfach mal los, dass wir fertig werden.
So Leute, Planänderung. Und zwar habe ich mich jetzt doch gegen eine One-Step und für eine Two-Step entschieden. Ich werde jetzt erst einen Durchgang Cutting machen und danach mit einer Finish-Politur drüber gehen, weil ich der Meinung bin, dass ich dadurch erstens nicht langsamer bin, weil ich nur einen Durchgang Cutting fahren muss und dann die Finish drüber. Das heißt, ich muss theoretisch sogar nur zwei Durchgänge fahren. Und mit der One-Step, mit der Medium-Politur müsste ich oder musste ich jetzt teilweise drei, vier Durchgänge fahren, dass ich die ganzen Defekte, die jetzt schon so drin sind, rausbekommen habe. Deswegen, ja, zwei Durchgänge sind schneller als vier. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Im Endeffekt wird das Ergebnis dadurch sogar noch besser mit weniger Zeitaufwand. Und deswegen werde ich das jetzt so machen. I had you come.
Ich bin jetzt mit dem einen Cuttinggang nicht ganz hingekommen, weil der Lack, wie zu erwarten, beziehungsweise wie ich am Anfang schon vermutet hatte, sehr, sehr hart ist und man da mit eben einem Cuttinggang nicht allzu weit gekommen ist. Ich bin jetzt teilweise zwei- oder dreimal drüber gegangen mit Cutting und im Endeffekt war es jetzt wieder fast so viel Arbeit wie bei jedem anderen Auto auch. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier so blöd sitze, das ist reiner Zufall. Ich möchte keine Werbung machen für meinen Freund Thomas. Jetzt geht es weiter mit Entfetten und es geht auch weiter danach mit Beschichten. Das wird heute passieren. Los geht es natürlich mit den beiden Entfettern von Surfaces, den Cleaner Neutra bzw. Cleaner Ultima und dann den Cleaner Neutra. Und dann machen wir weiter mit Beschichten. Mein Plan ist heute, den Lack und die Scheiben zu beschichten und dann je nachdem, wie weit ich komme, vielleicht auch mit den Felgen schon mal anzufangen. Aber das sehe ich dann.
Das Projekt RS6 ist nun beendet. Ihr habt gesehen, im Innenraum habe ich euch jetzt nicht ganz so viel gefilmt, weil ja, das Auto ist, wie gesagt, noch keine 3 Monate alt. Was soll ich euch da groß zeigen? Da wird es jetzt keine neuen Erkenntnisse geben und der Besitzer geht auch sehr pfleglich mit dem Auto um. Von daher war der Innenraum eigentlich wirklich tipptopp. Ich habe nur kurz ein paar Krümel rausgesaugt und das Leder gepflegt, einmal die Armaturen abgewischt und mehr war es dann auch schon nicht zu tun. Alles in allem waren es jetzt 32 Stunden Arbeit an dem Auto, ja, für einen Neuwagen relativ viel, aber es ist natürlich auch ein großes Auto mit vielen Ecken und Kanten und Winkeln und Wölbungen. Und den Ausgangszustand habt ihr ja gesehen. Eigentlich sehr verwunderlich, weil der Lack wirklich sehr hart ist, dass dann trotzdem durch ein oder zweimal, wo das Auto vielleicht durch die Waschanlage geschoben wurde, schon solche Spuren drin sind und teilweise auch wirklich tiefere Kratzer schon drin gewesen sind. Aber gut, so ist es. Jetzt ist es soweit fertig. Das Auto ist 2-stufig poliert. Es ist keramisch beschichtet mit Surfaces Code Ultima 2020, die Scheiben mit Vitro Ultima, die Felgen mit Code Rims und die Plastikteile zum Beispiel im Radlauf drin. Das ist jetzt Plastik Code beschichtet. Und die Endrohre mit Metallcoating von Surfaces, also im Prinzip einmal die komplette Palette von Surfaces. Leder habe ich die Sachen von Colorlock genommen. Die Lederpflege nennt sich Protector. Finde ich eigentlich sehr gut. Und das war jetzt eigentlich so das, was an dem Auto passiert ist. Die Keramik und alles ist jetzt seit 2 Tagen drauf. Das heißt, es ist jetzt soweit ausgehärtet, dass man ein wenig Wasserkontakt arrangieren kann. Wir schauen uns das Beading Sheeting an, dann die finalen Endaufnahmen und danach seid ihr mich auch schon wieder los. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht beim nächsten Video wieder zuschaut. Das Auto steht schon da. Ich kann euch sagen, es wird wieder ein Audi und ein sehr, sehr schöner, auch eine geile Farbe. Von daher seid gespannt. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
So, Freunde, das Auto ist gewaschen. Ich bin gerade damit unterwegs und zwar eigentlich vom Waschen zur Halle. Aber da der gute Mann, dem das Auto gehört, von Cuxhaven 800 Kilometer Anreise hatte, habe ich mir gedacht, so als kleines Dankeschön des Hauses, weil es mich wirklich mega gefreut hat. Ich habe ihm angeboten, ich suche ihm Detailer bei ihm in der Gegend, aber er wollte unbedingt zu mir. Und als kleines Dankeschön des Hauses habe ich mir gedacht, sowas hier geht gar nicht. Und deswegen fahren wir noch einen kleinen Umweg und lassen ihm die Möhre mal volltropfen, so als kleines Dankeschön. Ist das schon besser?